Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns von Lego Star Wars den TIE Fighter Pilotenhelm an. Hat man vielleicht erkannt. Das ist die 75274. Ich habe hoffentlich das richtig gesagt. Und das ist 8. Plus. Wir haben 724 Teile für eine UVP, also Lego Exklusives Ding, von 59,99 €. Das Ding ist jetzt vom Markt gegangen und die Verfügbarkeit von Dingen war ja mal eine Katastrophe. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwann im Sommer mal bekommen, zum Glück. Da war direkt wieder ausverkauft. Chaos beim Ding. USA war es einfach verfügbar. Ist ein bisschen schade, dass der Lego Exklusiv war, weil war ein richtig, ist ein cooler Helm. Ja, ein bisschen schade, weil die anderen sind alle normal verfügbar, nur der nicht. Muss man nicht verstehen. Ist ja jetzt wie mit der Mandalorian Schmiede, die ist exklusiv. So ein stinknormales Playset, 30 €. Naja, egal. Ja, weil der Preis ist mal okay, 50 € jetzt auch gedacht. Nee. Aber mal exklusiv, deswegen kann man es für 60 € bekommen. Wenn man es auf Markt hätte, wäre es für 50 € durchgehend auf dem Markt gewesen, 55 € Preis. Naja, egal. Kann man jetzt diskutieren, ob man will oder nicht. Man hat sich ja gekauft, wenn man wollte oder halt nicht. Ende. So. Box ist schön, ein bisschen rot hinter dem Schwarz, damit der nicht ganz untergeht, der Helm. Sonst wäre der weg. Ja, schönes Design. Die Seite ist einfach mal leer. Bisschen blablabla halt oben. Da. Ja. Die Seite mit dem Helm. Schön mit dem Empire Strikes Back Logo. 40 Jahre. Und ja, unten ist halt das Standardblabla. Und hinten sehen wir dann mal den Helm aus ein bisschen anderem Blickwinkel. Und man sieht, dass der Karton ein bisschen gelitten hat. Gut, hat Deko so verpackt. Nein, ist ja auch egal. Einmal das Helm am. Also einmal den Charakter, den Helm und das Modell nochmal. In der Höhe. Es sind 8 cm. 18 cm. Ja, ist eine solide Box. Die ist ganz schön. Schlicht, passt. Teilemäßig hatte ich über die paar hier. Warte, können wir da bitte wechseln? Die über und den, weil ich den ausgebaut habe. Aber dazu kommen wir noch. Ah ja, und ein Teil haben wir dabei. Oh, Stickerbogen. Stickerbogen 2. Zeige ich euch gleich, wo die sitzen. Wir haben 5 Prints und 2 Sticker. Also easy going. Anleitung. So. Bisschen blabla am Anfang. Die Anleitung habe ich kaputt gemacht. Die war nicht kaputt, als ich sie bekommen habe. Ich habe den Karton geworfen bei mir wieder, als ich fertig mit dem Bau war. Gar als ich raus haben wollte. Also sind sie kaputt gemacht. Ja. Sehen wir einmal die Bauschnitte. Bauschnitte, genau. Bauabschnitte. Und ja, in 6 sind wir fertig. Genau. Und das sind dann am Ende. Na. 278 Bauschritte. Genau, auf 145 Seiten. Das Ding fertig. Bau tiefenentspannt, bis auf das eine Problem, auf das wir noch zu sprechen kommen. Teilliste, man sieht, an sich ist er ziemlich schwarz, bis auf rot und ein bisschen blau, gelb, grün im Innenraum. War für mich jetzt komplett und beige im Innenraum und weiß. Ist mir scheißegal, wenn man den Modell sieht, man es diesmal nirgendwo, nicht wie bei dem Stormtrooper, wo das durchgeschimmert ist. Ah ja, und hier wieder der QR-Code für die App und die ist schön gebunden. Schön gemacht. Ich mag die Größe, die da ist. So, dann kommen wir noch mal kurz zum Helm. Und kommen wir doch direkt dazu, wo die Sticker sitzen, nämlich hier. Und hier muss man kurz aufpassen, habe ich so semi gemacht, dass das hier ein Übergang ist. Passt. Hier ist ein Ich sehe den Helm ja gar nicht ganz. Ich bin aber auch ein Profi. Den Helm. Print. Sticker. Das ist so lesweit, das nehme ich ja gar nicht zu. Ich gebe euch kurz einmal einen Rundumblick vom Helm. Ich finde, hier haben sie die Optik sehr schön getroffen, wie er nach oben läuft. Ich finde, man hätte ihn hinten noch ein bisschen dicker machen können, weil ich meine, im Original ist der doch da auch ein bisschen dicker. Ah, halt, stopp, ich habe Scheiße gelabert. Ist er nicht. Der ist jetzt ist genauso da. Ein bisschen glatter, aber das ist dafür, dass es die Lego-Steine sind. Kein Problem. Ja, okay, man sieht hier mal welchen Farbton durchschimmern. Ganz leicht zwischen den Bricks, also ihr seht es auf der Cam gar nicht. Doch da sieht man das Rot auf beiden Seiten einmal durch, den Rest sieht man gar nichts. Ja, im Bau das ist natürlich nicht so spannend, ne? Man steckt auf so einen Tube, also diese biegsamen Dinger, einfach die Dinger drauf. Einfach die kleinen Räder vom Zug steckt man 30, 32 Stück drauf. Ist jetzt mal so semi-spannend im Bau, aber ist okay. Der Rest im Vorbau ist angenehm, kein Problem. Sobald man den Innenraum hat, ist das Bunt auch weg, weil in den Seitenplatten steckt nur so mal ein roter Stein, mal ein, zwei rote Steine. Kein Problem. Aber kommen wir nochmal dazu, wo ich diesen Stein hier ausgebaut habe.
der sitzt nämlich an sich hier vorne drin und dann würde das offen stehen. Ich glaube, also ich habe den ausgenommen, als ich rausgenommen, als ich das hier eingesetzt habe, da war der rumdrum noch nichts da. Das hätte dann weiter als so, wie es jetzt offen ist, gestanden und das hätte da gar nicht reingepasst, weil das jetzt blockiert wird hierdurch. Ich habe es vorher rausgenommen, dadurch sitzt das hier ein bisschen wackelig. Ich glaube, das wäre mit Press reingegangen, aber hätte man einen Spalt gehabt. Und ich finde, so mit geschlossener vorne sieht die Optik gut aus. Und auf dem Karton sieht man jetzt sehr schlecht, sieht es für mich ziemlich so aus, wie ich es jetzt habe, auch wenn es gefühlt einen Ticken weiter nach vorne steht. Vielleicht hätte das funktioniert, aber ich habe es jetzt so gemacht, ich bin zufrieden. Ich habe das Modell gefixt, ich bin einfach ein Profibauer. Man sieht aber jetzt dadurch, glaube ich, hier noch ein bisschen absolut grün durchschimmern, nachdem wir das Modell hinstellen. Naja, ja, man sieht, wenn man hier oben reinguckt, grün durchschimmern. Wenn es irgendwo steht, das Modell, sieht man das nicht mehr. Ich sehe jetzt hier oben grün durchschimmern. Man sieht das irgendwie auf der Cam. Ne, könnt ihr vergessen auf der Cam. Warte, wir können nochmal Trick 17 anwerfen. Licht. Ja, grün sieht man da ab und zu durchschimmern. Ist aber auch kein Problem. Ich finde, der Helm, der sieht hammer gut aus. Die haben sie wirklich gut getroffen. Ich finde, es ist besser als der Stormtrooper Helm, weil der ist weiß und irgendwie weiß ist langweilig. Das sieht schwarz schon irgendwie cooler aus. Ich hole den gleich mal. Und den Scout Trooper oder so. Der sieht schon verdammt cool aus, der Helm. Vor allem mit diesen Atemschläuchen, die hier runtergehen. Ich meine, das ist doch für die Luft, die er zieht. Ne? Und ja, finde ein sehr cooler Helm. Was soll ich euch kurz jetzt im Helm erzählen? Cool gelöst hier, läuft zusammen und passt. Ist einfach cool. Bau entspannt. Ist kein Problem irgendwo im Bau, außer halt das. Ich weiß nicht, ist, wie man es ist, wenn man es nach Anleitung baut. Ich wollte es nicht bauen. Sah nicht aus. Für mich schon im Bau. Ja, ich hole jetzt sofort mal zwei andere Helme. So, ich habe doch drei geholt. Ich habe noch Boba Fett geholt, auch wenn er ein bisschen aus der Konkurrenz läuft, weil das eh der beste Helm ist. Ja, fangen wir mal mit dem Stormtrooper. Der ist cool, aber ich finde, wenn man sich überlegt, man hätte sich ihn oder ihn holen können. Er ist schon ein bisschen lame als er, ne? Cool, aber lame. Und der schimmert über das Grau. Wenigstens haben sie Grau genommen, meistens unten drunter. Dann durch. Dann haben wir den Scout Trooper Helm. Bisschen eingestaubt, aber hier. Oh, ist eingestaubt. Man sieht auf der Cam so nicht sehr. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr cooler Helm. Aber er hat mehr Style, weil er schwarz ist und er guckt grimmiger. Ja, auf jeden Fall ist der hier aber cooler als der Stormtrooper. Und dann haben wir natürlich den allerbesten Helm noch. Boba. Ja, also. Dagegen kommt auch er nicht an, weil Boba Sam ist einfach cool. Auch wenn ich sagen muss, das ist knapp, wenn ich das mal genau angucke. Der ist schon cool. Aber ich weiß nicht, was kostet der jetzt auf eBay? Bestimmt schon an die 100 oder so, weil das Ding auch immer scheiße verfügbar war. Ich guck mal kurz bei eBay. Ja, genau, der liegt schon so bei, ups, 100 Euro auf eBay. Uff, den kriegst du für 50. Der ist so noch verfügbar, ne? Es ist einfach geil, Handprobe. Er ist halt auch ein wirklich sicker Helm und gefühlt kriegt man bei ihm Volumen. Wie bei ihm, kriegt man bei den beiden Volumen. Bei den beiden, also ihm und ihm, die sind ein bisschen volumenarm, aber hier kriegst du Volumen. Aber, haben sich immer zusammen. Ja, also ich würde schon sagen, die streiten sich um Platz 1. Der ist ganz klar hier auf Platz 3. Und Darth Vader wäre noch da. Den habe ich mir jetzt gar nicht geholt. Ich finde, das sieht einfach nicht gut aus. Und ja. Hier kann man sich ja streiten. Schreibt es mal in die Kommentare, welche ihr besser findet. Und ich würde sagen, wir sind schon durch mit dem Video. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Bis dahin, bleibt schön, bleibt gesund. Ciao.